So, und jetzt in diesem letzten Video müssen wir uns noch ein bisschen ansehen, was passiert, wenn alles schiefgelaufen ist. Wenn also all die Maßnahmen, die wir in den 9 Videos vorher beschrieben haben, alle nicht geholfen haben und es trotzdem zu einem Incident, zu einem Verstoß gekommen ist, also zu einem Event, einem Ereignis, bei dem zu befürchten ist, dass die grundrechtlich geschützten Interessen des Betroffenen verletzt wurden, dann redet man neudeutsch von einem Privacy Breach. Und was die Datenschutzgrundverordnung da jetzt auch an neuen Dingen bringt, ist, dass bei einem solchen Privacy Breach eine Notification, eine Benachrichtigung stattfinden muss. Das ist sehr wichtig, dass man das von Beginn an mitbedenkt, weil nämlich es auf der einen Seite sehr wahrscheinlich ist, dass irgendwann mal irgendwas passiert. Menschen machen Fehler, Maschinen machen Fehler und es ist sehr wahrscheinlich, dass irgendwann auch im Bereich des Datenschutzes etwas schief geht. Und weil auf der anderen Seite dann recht schnell, recht anstrengende Fristen zu laufen beginnen, innerhalb derer man tätig werden muss. Man muss also einen solchen Plan schon irgendwo haben, einen Prozess haben, bevor ein solches Incident stattfindet, sonst wird man den hier auftretenden Anforderungen niemals gerecht. Und die Anforderungen sind in zwei Richtungen formuliert. Auf der einen Seite sind das Informationspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde, das ist in Österreich die Datenschutzbehörde, und auf der anderen Seite sekundär sind es Informationspflichten gegenüber den Betroffenen, dessen Daten da jetzt oder dessen Grundrechtsinteressen hier verletzt wurden. An beide ist zu kommunizieren, primär ist aber an die Aufsichtsbehörde zu kommunizieren. Also das heißt, das Erste, was sichergestellt sein muss, ist, dass die Aufsichtsbehörde informiert wird. Und die dazu relevante Frist ist, wie gesagt, sehr kurz. Das ist in aller Regel innerhalb von 72 Stunden. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass irgendwie am Freitagnachmittag um 17 Uhr ein Hack stattfindet, bei dem jetzt große Datenmengen abgesogen werden aus Ihrer Behörde, und dann laufen 72 Stunden, dann ist das relativ schnell vorbei. Da müssen Sie bis Montagabend entsprechend informiert haben. Sie dürfen zwar im Einzelfall auch noch später informieren, sind aber dann schon in der Defensive, weil Sie nicht nur informieren müssen, sondern auch noch darüber informieren müssen, warum Sie verspätet informieren. Deswegen sollte man also diese Fristen an dieser Stelle einhalten. Die Regel lautet unverzüglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden. Und das ist dann einer der Momente, wo sich dann zeigt, ob der oder die Datenschutzbeauftragte stressresistent ist. Denn das ist der primäre Ansprechpartner der Behörde. Also diese Meldung hat unter anderem auch zu beinhalten den Namen und die Kontaktadressen des oder der Datenschutzbeauftragten, die Art der Verletzung, auch schon welche Folgen aus dieser Verletzung wahrscheinlich entstehen werden und welche Maßnahmen aus Sicht des Verantwortlichen zu ergreifen sind oder schon ergriffen wurden, um diese Folgen gering zu halten oder zu verhindern. Das heißt, da ist man dann als Datenschutzbeauftragte oder Beauftragter wirklich in einer Feuerwehrrolle und muss also schnell und gut und strukturiert kommunizieren. Und wenn das nicht im Vorfeld bis ins Detail in einem Notfallshandbuch niedergelegt ist, dann sind da ganz viele relevante Bruchstellen, die einen da, die einem noch größere Probleme machen. Abgesehen von dem PR-Problem, das man an der Stelle spätestens dann hat, wenn man zusätzlich auch noch, wie jetzt dann gleich näher erläutert, die Betroffenen informieren muss. Denn dann, wenn dieser Privacy Breach auch dazu führt, dass es voraussichtlich ein hohes Risiko für die Interessen des Betroffenen gibt, dann muss man auch diesen informieren, mit einigen Ausnahmen. Eine wichtige Ausnahme ist, es sei denn, dass man Maßnahmen getroffen hat, um dieses Risiko klein zu halten. Auch hier spielt wieder Verschlüsselung eine Rolle. Oder es sei denn, dass es unmöglich ist, mit vernünftigen Mitteln alle Betroffenen zu informieren, weil zum Beispiel es mehrere Millionen Betroffene gibt. Aber in einem derartigen Moment, wenn Sie also mehrere Millionen Betroffene haben, ich weiß nicht, das Bundesrechenzentrum wird gehackt und alle Lohnsteuerdaten aller Österreicherinnen und Österreicher sind irgendwo in einer Datenbank verfügbar, stellen wir uns mal sowas vor, also es ist potenziell jeder betroffen, dann kann man anstelle der Einzelinformation eine Information über eine Bekanntmachung an die Öffentlichkeit vornehmen, aber dann ist der sozusagen der Image-Schaden maximal möglich. Stellen Sie sich vor, das Bundesrechenzentrum müsste irgendwie im Fernsehen oder in einer Tageszeitung inserieren, dass leider alle Lohnsteuerdaten verloren gegangen sind. Also das sind natürlich Dinge, die man vermeidet, weswegen eben der Informationssicherheit, wie sie in Artikel 32 beschrieben ist und wie ich sie vorher auch schon versucht habe, etwas deutlicher zu machen, eine so ganz wichtige Rolle zukommt. Und wenn Sie das hier lesen,
und sich dann denken, naja, das ist eigentlich sehr unangenehm und das ist jetzt irgendwie sehr stressig, dann ist und kann ganz schlecht für die jeweilige Behörde sein, dann ist es ein sehr menschliches Reagieren auf diese Zustände und diese Zumutungen, dass man sich denkt, Augen zu und durch, tun wir nur so, als wäre nichts geschehen. Und das Tückische an der Datenschutzgrundverordnung ist, dass sie einen daran an sich nicht hindert. Es ist also jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie, also wenn sich jemand entschiede und sagen würde, wir machen das bewusst nicht, dann gibt es kein echtes Instrument außer dem Datenschutzbeauftragten, der das hoffentlich in der jeweiligen Behörde verhindert, aber kein echtes Instrument der Garantie. Aber es gibt, anders als bisher, wirklich knallharte Strafen, also im Bereich der Privaten, das habe ich schon eingangs mal erläutert, der privaten Verantwortlichen können das im Extremfall Milliarden Euro sein, die da als Drohung drohen. Bei den öffentlichen Stellen ist es zwar so, dass auf der einen Seite diese Strafen nicht verhängt werden können, also insoweit könnte man sich jetzt als öffentliche Stelle denken, naja, ist ja eh wurscht, bei uns gibt es keine Strafen, aber Antwort nein, leider nein, weil bei öffentlichen Stellen zwar nicht die privaten hoffentlich disziplinierenden Strafen drohen, aber zum Beispiel so unangenehme Dinge wie Schadenersatzansprüche. Und Schadenersatzansprüche auch dann, wenn es nur um immaterielle Schäden geht, also um Schäden, die jetzt nicht in irgendeinem direkt geschützten Rechtsgut wie zum Beispiel dem Eigentum auftreten. Diese Schadenersatzansprüche entstehen auch in Bezug auf also gegenüber öffentlichen Stellen. Und die können natürlich auch erheblich sein, ganz erheblich sein. Und werden nach den üblichen Grundsätzen, also Voraussetzung, Rechtswidrigkeit und Verschulden und so weiter, durchgeprüft. Und wenn da irgendwo irgendjemand versucht hat, was zu kaschieren, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit eines Schadenersatzanspruchs selbstverständlich ganz erheblich. Und in weiterer Folge führt das dann zu ganz komplizierten Amtshaftungs- und Regress- und sonstigen Ansprüchen, weswegen wahrscheinlich die allerletzte wichtige Botschaft, die ich Ihnen mitgeben möchte, die ist, Vogel-Strauß-Politik im Lichte der Datenschutzgrundverordnung ist im Vorfeld, bevor was passiert ist, keine gute Strategie und es ist in dem Moment, in dem was passiert ist, erst recht keine gute Strategie, denn je mehr Vogelstrauß, desto höher werden die Risiken, dass das richtig, richtig, richtig teuer wird. So, ich habe begonnen mit einer persönlichen Vorstellung. Lassen Sie mich noch ganz kurz mit einer Werbeeinschaltung enden. Es gibt ein paar Bücher zu dem, was ich Ihnen hier erzählt habe. Viel ist erschienen, zwei davon auch von mir, eins auf Deutsch und auf Englisch, ein Kommentar. Und wenn ich den einen oder die andere von Ihnen interessiert hätte für das Thema und Sie sind Jurist oder Juristin, dann bietet die Universität Wien seit ganz vielen Jahren einen Universitätslehrgang für Informations- und Medienrecht an. Dort lernt man in ungefähr 1000 Stunden das, was wir jetzt diskutiert haben. Also wer das vertiefen möchte, hat beliebige Gelegenheiten, da an vielen Stellen noch weiter ins Detail zu gehen. Wie gesagt, Uni Wien, Informations- und Medienrecht wäre das, wonach man suchen muss. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen wollen, dann können Sie das zum Beispiel über E-Mail oder per Twitter jederzeit sehr gerne tun. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. Schönen Tag.